Hey ho, meine Lieben. Prinzipiell ist es ja heute wieder ein Video zwischen Grill oder Topf und Werkstatt. Aber heute wird es etwas aufwendiger. Wir machen Ochsenbäckchen im Dutch-Ofen. Kurz gesagt. Oder länger gesprochen, Donald Russell Ochsenbäckchen im Dutch-Ofen. Alles oder fast alles, was wir benötigen, liegt schon da drüben. Auf geht's. Ich habe heute vor, Gemüse hier so klein zu schneiden, dass wir das hinterher gar nicht passieren müssen. Passieren, genau. Sondern das soll einfach drin bleiben. Dann habe ich ein bisschen an Bacon, 3 Zwiebeln, noch Tomatenmark, klar die Ochsenbäckchen, eine Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und der Rotwein. Ja, da steht doch schon einer rum. Jawohl, das ist jetzt einmal erst einmal alles, was wir benötigen. Draußen dann noch kurzer Öl zum Anbrutzeln. Und Leute, ich fange jetzt einfach mal an, heiz nebenbei dann draußen noch die Kohlen vor. Ja, und wenn ich die Ochsenbäckchen soweit habe, das Gemüse geschnibbelt habe, sehen wir uns dann auch schon draußen wieder. So Leute, ja, wären wir soweit fertig. Ochsenbäckchen gewürzt mit Salz und Pfeffer, einfach mal ordentlich drüber. Gemüse komplett alles klein geschnibbelt, unsere Gemüsebrühe, Rotwein, Salz, Pfeffer, das nehmen wir jetzt alles mit raus. Und hinten nehmen wir auch noch ein anderes Gewürz mit. Ja, dann täte ich mal sagen, Leute, wir sehen uns draußen. Leute, heute nehmen wir mal die Kokoko Long von Mac Briquette. Ja, tja Freunde, das Problem mit diesen atomaren Brennstäben ist halt immer, bis die Kernschmelze einsetzt. Aber egal, ich habe jetzt noch ein paar Holzkohlen mit rein. Das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Ja, ich habe keine Grillanzünder mehr, deswegen. Und hier drüben, ja komm, gehen wir rüber. Habe ich mir hier jetzt schon alles hergerichtet. Oi. Und das Gewürz, was ich gemeint habe, ist es sehr wild vom Beef Buddy. Ja, ich hätte ja jetzt auch das Deer Hunter von der Grisho genommen, aber tja, habe ich nichts mehr. Gut. Ich denke, in wenigen Augenblicken ist der Bulldog vorbei. Und ja, die Kohlen werden gleich so weit sein, dass wir endlich loslegen können. Jawohl, ja. Ich würde mal sagen, die atomare Kernschmelze ist erreicht. Dann machen wir mal unterm Kessel ordentlich Dampf. Ein bisschen verteilen, dass zwischendrin Luft reinkommt und sie nicht ausgehen. Stellen den Topf drauf. Ja, und dann können wir warten, bis es ordentlich angefeuert ist, ja, aufgeheizt ist. Dann können wir schon unsere Ochsenbäckchen schön sauber anbraten. Hosnja! Jo, dann können wir mal unsere Ochsenbäckchen anbraten und Leute, sind das nicht richtig schöne Teile? Also ich habe fast gar nichts nachschneiden müssen. Also ich habe einfach ein bisschen Öl rein, einfach zum Anbraten. Und so braten wir sie jetzt ordentlich an von beiden Seiten und dann geht's schon weiter. Schauen wir mal kurz nach. Ja, ein bisschen können sie noch. Oh, jetzt hatte ich ganz vergessen, die Cam einzuschalten. Also ich habe es jetzt einmal umgedreht und schauen wir, dass wir von der Oberseite auch noch ein bisschen Farbe hinkriegen. Ja, ein bisschen mehr hätte es auf der Seite sein können, aber das passt jetzt schon so. So Freunde, leider muss ich sie jetzt schon raus tun. Ich hätte sie gern noch etwas länger drin gelassen, extra Farbe. Aber mir rinnt nicht Zeit davon. Weil wir brauchen mindestens 3 Stunden Schmorzeit nachher. Ja, und mir reicht die Zeit sonst nicht mehr aus. Ja,
Ihr wisst ja, wenn mein Schatz nach Hause kommt, hat sie Hunger, aber ich denke mal, so schlecht sehen die jetzt gar nicht aus. Dann kloppen wir unseren Bacon rein. Das war übrigens ein Doppelpack. Und den gleich ein bisschen anschmurgeln und auslassen. Dazu noch ein bisschen Tomatenmark. Freihand nach Gefühl. Das Ganze ordentlich aufschmurgeln lassen. Ordentlich durchgemengt und ein bisschen anschmurgeln lassen, können wir dann auch schon unser Gemüse hinzutun. Waren Suppengrün, schön klein geschnitten. Möhrchen, Sellerie, Petersilie, Lauch und ja, die Zwiebeln. Wenn ich jetzt was vergessen habe, dann ist es halt so. Und wie gesagt, das habe ich extra kleiner geschnitten, dass wir das komplett drin lassen können. Also auch schön geschält. Jawohl. Machen wir gerade bloß noch ein kleines Schluckerl Öl rein. Anschmurgeln lassen. Bisschen umrühren. Ja, und dann geht's schon los mit unseren Flüssigkeiten. Nachdem wir es jetzt schon ein bisschen haben anschwitzen lassen, tun wir ein bisschen was gleich von unserer Gemüsebrühe gleich hineinschütten. Och, herrlich, 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 herrlich. Leute, seid froh, dass es keinen Geruchs-YouTube gibt. Ihr würdet es durchdrehen. Ja, dann können wir uns schon hier Platz machen für unsere Ochsenbäckchen. Dann kommt ein guter Schluck von unserem Rotwein hinzu. Die Rauden haben immer 2-3 PS mehr, oder wie war das? Ja, das reicht. Und hier können wir jetzt schon mal ein bisschen was von dem Sehrwild mit reintun. Wenn es nicht im Allgemeinen sowieso dann reicht und Beef Buddy nur noch so voll. Bisschen. So, nicht, dass uns die Gewürze jetzt dann gleich verbrennen. Wenn wir den Deckel drauf tun und die Kohlen umschichten. So. Ja. Deckel drauf, Kohlen umschichten, Leute. Hier ist denn ja. Oh Gott, so komm mit. Das Ding hat schon Licht. So, wir haben jetzt. 2, 3, 4. Ja, dann machen wir 4 Brennstäbe oben. Auf alle Fälle. Also wenn die nicht ausreichen, jetzt dann die nächsten 2-3 Stunden. Ja, ziemlich exakt 3 Stunden, dann weiß ich auch nicht. Aber 2 draus. Und stellen hier wieder unseren Dutch-Ofen drauf. So, einmal von unten Kontrolle. Ja, da kann überall gut Luft durch. Dann 3 Stunden Power. Leute, wir sehen uns später wieder. Ja, Freunde, und jetzt noch mindestens
drei Fehler, wo mir persönlich jetzt selber aufgefallen sind. Erstens, ich habe mal wieder viel zu spät angefangen. Infolgedessen kann ich nur 3 Stunden das Fleisch drin lassen. Eigentlich wollte ich ja 4 Stunden. Der zweite Fehler, wo mich vielleicht Kopf und Kragen kosten könnte heute, ist es mit dem klein geschnippelten Gemüse. Aber mir egal, ich möchte das heute so. Ja, und was war der dritte Fehler? Den weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vorher habe ich noch gewusst, habe ich mindestens 3 Fehler gewusst. Oh, verdammt. Ja, ich habe die Kohlen wieder zu spät angefeuert. Ja, dann wäre es vielleicht noch mit der Zeit ein bisschen besser rausgelaufen. Ja, und für alle Autobegeisterten jetzt führe ich euch noch ganz kurz hinten in die Werkstatt, was ich gerade an meiner Karre wieder mache. Alle anderen rupfen jetzt einfach an der Timeline 10, 20, 30 Sekunden vor. Also, gehen wir schnell nach hinten. Ja, Freunde, der arme Hiwi darf mit dem Teppichmesser seine Seitenscheiben rausschneiden, weil sich hier unten unter der Tierleisten, unter der Gummileisten von der Scheiben rausgebildet hatte. Aber ja, hier steht meine Karre und ich musste mir leider, wirklich leider, neue Bremssattel kaufen. Gut, man hätte sie selber überholen können, aber bei dem Geld macht Sinn, gleich Austauschsättel zu kaufen. Bremsscheiben waren fällig, Klötze waren fällig, also somit steht auch wieder nichts im Weg, dass ich mit meinem Pullochen wieder weitere Strecken fahren kann. Turbolader habe ich ja auch letztens erst getauscht, etc. pp. Also die Kiste ist wieder einsatzbereit dann, später, heute Abend. Gut, aber jetzt ist das Essen im Topf drin und ich habe jetzt endlich Zeit, mich da hinten um den Scheiß wieder zu kümmern. Leute, wir sehen uns, wenn wir hier nachher mal kurz reingucken. Dem Nachbarn gerade Sprechverbot erteilt. Die lachen da drüben. Und dann machen wir jetzt einmal einen Topf reingucken. Jawohl, dann tue ich gleich mal noch umrühren. Das sieht doch hervorragend aus. Oh, der Duft, geile Sache, geile Sache. Die Soße tun wir dann bloß mit einer Mehlschwitze noch ein bisschen eindicken. Und dann werde ich ja nachher dann auch gleich fertig. Ja, gut. Eine Stunde noch. Und dann ist es soweit fertig. So, Freunde, Deckel drauf und weiter topfen. Ah ja, das andere, was fertig ist, ist hinten mein Auto. Yippie! Ja, Leute, wir kommen ja so allmählich in die Endphase. Ich muss jetzt nochmal in den Topf rein. Warum, sage ich euch gleich. Zum einen schöpfen wir uns hier jetzt ein bisschen Soße ab, dass die abkühlen kann. Das tun wir dann mit Mehl eindicken und nachher dann in die Soße hier wieder mit rein, dass die ein bisschen eindickt. Und zum anderen werde ich jetzt gleich einmal noch die Ochsenbäckchen einmal umdrehen. So, das reicht uns. Ja, knappe halbe Stunde noch. Bevor wir es eindicken. So, Leute. Also ich glaube, wie wir hier jetzt nachher Mehl einrühren, das brauche ich nicht unbedingt zeigen, aber nachher dann, wenn wir es in den Topf mit rein tun.
So Freunde, dann räumen wir die Kohlen hier mal schnell runter. Die tun wir nachher gleich wieder unten reinschieben, dass wir noch ein bisschen mehr Hitze kriegen. Ich hoffe, die Hitze reicht dann auf, dass es noch mal leicht aufkocht. Wobei das, na, schauen wir mal, ob wir es schaffen. So, können wir den Deckel wegtun. Den Deckel werde ich nachher dann gleich sauber machen. Unsere Ochsenbäckchen tun wir jetzt kurz raus. Haha, geil. Und dann unsere Soße mit dem Mehl. Ja, wir hätten auch ein bisschen Wasser nehmen können. Rühren wir jetzt das sauber ein. Und dann stopfen wir die anderen Kohlen wieder mit unten drunter. Und hoffen, dass wir es nochmal schaffen, dass es ein bisschen aufbrodelt. Ja, warten wir mal, dass es nochmal eventuell aufkocht. Soll eigentlich aufkochen. Ja Leute, was für den Monolith gut ist, ist für den, ja, für den Topf auch gut. Ich blase jetzt mit dem Guru hier unten nochmal kurz rein, dass wir eine schöne Hitze nochmal hochkriegen, damit die Soße nochmal ordentlich aufkocht. Und wie ihr seht, es funktioniert. So, schön aufgekocht nochmal. Dann hauen wir unsere Bäckchen hier nochmal rein. Und daraus können wir sie dann, ja, rausholen und servieren. Leute, wir sehen uns am Tisch. Wenn es bloß nicht so schwer wäre. Ja Leute, es ist vollbracht. Zange brauche ich noch. Schöpfkelle brauchen wir noch. Ach, da haben wir einen Schöpflöffel. Wo? Ein Schöpflöffel. Das ist kein Schöpflöffel. Das ist kein Schöpflöffel. Für meine Knödel soll ich jetzt vielleicht wieder rennen. Ja. Oh Schatz, jetzt ist geil mitgebracht. Hättest du gesagt, ich bin ja der Hansl, oder was? So. Jeder darf sich dann selber nehmen. Mir reicht das kleine Ochsenbäckchen. Leute, ich gestehe gleich. Zwecks, ja, Zeitmangel etc. pp. Habe ich einen Fertigteig geholt. Aber die sind trotzdem verdammt lecker. Ja, dann nehme ich mir noch Soße und dann können wir essen. Dann gibt es ein Probiererchen. Und die Gemüse Bacon oder Specksoße. Geil. So. Ja, dann wollen wir ein Probiererle machen. Gucken wir mal, wie zart das Ganze ist. Oh, lässt sich schneiden wie Butter. Und jetzt halt Cam ganz klar auf mich. Also im Endeffekt war es jetzt doch über 3 Stunden, also mindestens 3,5 Stunden drin. Ein Träumchen. Und auch diese Knödelchen, auch wenn es jetzt ein Fertiglosteig war, sind genauso lecker. Gut, selber gemacht, sind natürlich noch viel leckerer, aber es passt. Die Soße, wow. Also, heute muss ich mich mal selber loben. Schatz, wie schmeckt es hier? Weißt du noch nicht? Reinen Hals. So heiß geht
Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Soße? Ja, leicht würzig. Aber gut. Was hältst du jetzt von der Idee, dass ich das Gemüse nicht passiert habe? Oh. Kann man machen. Oh, Gott sei Dank. Hiwi, was sagst du dazu? Red bitte lauter, wenn du den Mund leer hast. Ich bin gerade fleißig im Einschaufeln, weil es so lecker ist. Okay. Okay, Leute. Dann erkläre ich dieses Video für heute für beendet. Und wir werden sehen, ob ich noch weitere die Woche fertig kriege. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Wir sehen uns. Ciao. Leute, ich bin's nochmal. Also, das, was mein Schatz gerade losgelassen hat, war eigentlich das allerbeste Lob. Die hat gesagt, oh, total genial, die kann man nochmal machen. Aber ohne Video brauchen wir ja dann nicht. Wir haben es ja schon. Was sagt uns das? Ich habe gute Arbeit heute geleistet. Ja, nach dem Massaker. Nach dem versammelten Esser von gestern, also. Jo, habe ich es wieder gut gemacht. Oder Schatz? Fast. Hast du mich wieder lieb? Fast. Fast. Naja, gut. Irgendwie bringen wir das auch noch hin. Jetzt aber endgültig. Ciao.